Tag 5. André, wie wär's denn mal, wenn du spielst? Zwei Tage kann ich mal spielen. Genau. Zwei Tage kann. Ich kann jetzt mal der André spielen und dann fliege ich vielleicht auch vom Stuhl. Dann übernehme ich immer zwei Tage gerade. Das ist mal so bis Ende Tag 7. Oh, um Gottes Willen, sagt sie. Dann schreibe ich jetzt hier. Guck mal. Was? Nein, ich guck mal, wie ich schreibe. Oh, komisch. So, und Tag 5, achso. Können jetzt mal wieder ein bisschen Tata gehen hier. Was? Linda bildet sich André gerade nur ein. Ja, danke. Heute Nacht kann ich echt nicht mehr schlafen. Hm. Echt? Ja, definitiv. Schön draußen, ne? In den Garten sehen. Guck. Was für ein Garten? Boah. Okay, weg. Katzenstatue. Hallo. Dreckig lachen bezahlt. Huch! Das? Die Schwerter sind verlaufen. Das ist nicht so laut, sonst hätte ich mich echt schon weggeflogen. Die gute Frage, ja? Ich meine, wegen ein bisschen lauter machen. Ja, ich werde auch. Dann von der zweiten Seite wieder erschienen ist. Bitte? Lecker, wie ist der denn? Schlüssel, Batterien haben wir noch genug. Das wär's noch, meine Freundin sagt gerade. Die guckt das nämlich auch. Soll ich dich jetzt mal anrufen? Mhm. Es gab ein leichtes Gewitter. Es kann einem schon unheimlich sein in diesem großen Haus. Hm? Ach so. Da kriegt sie aber schon. Tag 6. Es wird gefragt, ob wir zusammen sind. Ist das so süß? Wir sitzen hier zusammen. Wir haben eben zusammen Pizza gegessen, aber wir arbeiten auch schon mal zusammen, ja? Nein. Linda, junges Gespenst, ich alter Sack. Genau. Nein, wir sind auch keine Geschwister. Nee, wäre mir auch neu. Ich habe auch schon genug Geschwister, danke. Also 5 sind wirklich mehr als genug. 2 echte, 3 geliehene. Die Texte, ja. Das Deutsch gesprochene ist von unserem Sounder, vom Jan. Und Englisch hat Jeremiah Costello gesprochen, ziemlich bekannter US-amerikanischer Sprecher.
der unter anderem auch für Left 4 Dead gesprochen hat und auch für die Mercedes-Werbung in den USA. Dass Jan das Deutsche hier gesprochen hat, hatte sich nur zufällig ergeben, weil ursprünglich waren gar keine Sprachaufnahmen geplant. Das kam dann am Ende spontan dazu. Und dann hatten wir halt kurzzeitig entschlossen, wenn wir schon Englisch einsprechen, dann muss auch Deutsch noch gesprochen werden. Dann war nur das Problem, dass so spontan kein Sprecher mehr aufzutreiben war in Deutschland. Und dann wurde das eben provisorisch von Jan gemacht, der es eigentlich auch in meinen Augen ganz gut hingekriegt hat. Erzähl was. Ich warte gerade drauf, dass hier was passiert. Was soll denn passieren? Spul vor, dann kannst du es doch. Ich kann nicht, nee, ich kann ja nicht vorspulen. Nee, ich muss ja auch ausharren wie andere Spieler. Ja. Satz mit X. Kategorie dumm gelaufen, würde ich sagen. Aber ich weiß zumindest, worauf ich warte, das war's gut. Jetzt noch Pizza. Stimmt, habe ich auch noch. Da war's doch. Da lacht. Das warst du. Nee. Nee, nee, da habe ich mich geweigert. Da sitzt du. Was? Da schaukelst du. Das war auch sehr lustig, diese Fotos zu machen. Schon. Hast du das echt hingekriegt, dass sich das bewegt? Ja, klar. Ich könnte mal unten gucken gehen, da sieht man es noch ein bisschen besser. Ich stand, ich sag's eigentlich nur auf so einem bescheuerten Stuhl. Und das war so anstrengend, die ganze Zeit so blöd zu sitzen. Ja, ist echt cool. Ist nicht perfekt, aber es funktioniert. Dann gehen wir doch mal zur Schaukel. Ja, ist also. Ich habe auch die Fotos noch. Ich habe die letztens mir nochmal alle angeguckt. Ja, hier ist ja auch alles komplett entsprechend archiviert. Dass da nichts verloren geht. Ha! Schmeißt immer Dachziegel nach uns. Kein Problem, meine Nachbarin braucht das eh. Wie kam die Idee dazu, dass wir eigentlich nach ewig langer Zeit Simulatoren, ich primär vor allem mal wieder was anderes machen wollte und dass dann der Gedanke war, eigentlich mal was Richtung Horrorspiel zu machen. Und dann wurde da nebenbei ein bisschen angefangen zu arbeiten und dann kam irgendwann die Idee auf, ob man eigentlich messen kann, ob der Spieler sich erschreckt oder nicht. Und mit dieser Basisidee, mit dem Erschrecken, daraufhin haben wir dann angefangen zu arbeiten halt. Und dann ist das Spiel so nach der Zeit so ein bisschen, mit der Zeit mal ein bisschen gewachsen. Und wurde am Ende dann noch aufwendiger, wie es ursprünglich mal geplant war. Weswegen jetzt zum Beispiel auch so viele verschlossene Türen in dem Haus sind. Aber das war ursprünglich gar nicht geplant, dass hier überhaupt irgendwas abgeschlossen ist. Nur damals sollte man auch nur die Tage einfach, ich sage mal, durchhalten. Eine Kleiderpuppe. Batterien haben wir noch hier noch. Ich kann die Batterien gar nicht so schnell verbrauchen, wie ich sie hier kriege. Du kannst da auch durch, wenn du was machst. Ich hab's schon mal gesehen. Ja, ja. Genau. Ich hatte schon mal. Kompletten Speedrun hatte ich ja schon mal in anderthalb Stunden oder was gemacht. Ja. Halt bevor ihr bei dem Countdown kommt, man das schön sehen. Hallo Herbert! Wir haben den Herbert genannt. Na? Kann man dem trauen? Ich bin mal gespannt, ob das Spiel mich heute Abend auch nochmal dran kriegt. Linda wurde nachts wieder von Geräuschen im Haus wach. Allerdings habe ich sie dieses Mal auch sehr deutlich gehört. Also auf Lindas Wunsch muss ich aber den Sound ein bisschen lauter drehen. Nein! Nee,
Linda meint, das war jetzt so leise hier, die erschreckt sich ja gar nicht. Dann habe ich was falsch verstanden. Ich spiele gerne auf fremde Hupen rum, weißt du doch. Oh, jetzt geht's los, okay? Das war doch der Insider-Gag hinter der Hupe. Echt? Ja. Es gibt ja auch die Statue, die sich darüber beschwert, wenn du hier auf die Hupen guckst. Ach so, okay. Ja. Hat der jetzt keine Haare mehr? Schon. Ja, es kommt auf an, das ist echt ein bisschen eine Glückssache halt, ne? Je nachdem, welche Server das sind, wie ausgelastet die gerade sind. Guck mal, der ist auch schön, ne? Der war flach, André, wurde hier gesagt. Der war flach. Boah. Mann! Ich hab nicht mal hingekommen. Oh. Die Sounds sind immer wieder schön, grandios, finde ich super. Ich glaube, dass jeder im Abspann dabei sein möchte, aber nein. Jeder im Abspann dabei sein möchte? Ja, ja. Ach. Telefon? Hm. Oder auch nicht. Hallo? Hm. Hallo? Zu dem Thema erzähle ich nachher noch mehr. Also allgemein, was Pine Widerf irgendwas angeht. Ach, das. Spoiler. Weil hier halt gerade viele fragen, wie man denn in den Abspann kommt. Also jetzt hier, die Leute, die hier im Abspann stehen oder sowas in den Spielen bis jetzt von uns, die hier in der Grußliste drin stehen. Das beruht einfach darauf natürlich, dass wir die Leute jetzt ein Weilchen kannten oder entweder sie persönlich kennen oder durch die Kanäle kennen oder einfach nur ihre Kanäle gut fanden. Und wir die Leute dann dementsprechend halt an der Stelle einfach nur lieb grüßen, die wir halt mögen, schätzen und so weiter. Also wer in Kontakt mit uns steht, wer da öfter mit uns schreibt, sonst was halt auch vorab Version von uns bekommt, hat da immer ganz gute Chancen drauf. Teilweise ist es draußen kaum auszuhalten, wegen dem Lärm, den sie machen. Oh, wir sind ja schon bei Tag 8. Ich übergebe nochmal. Einfach rum. Mach die Türen auf.
lass den Herzinfarkt verpassen. Ja, ja. Ach, kommt nicht gleich dieser blöde Hund? Da kommt doch irgendwann so ein dummer Hund. Oh mein Gott. Warum hat das hier so reingeschieden? Gescheint, geschieden. Ach, scheiß Grammatik. Rennen rum, ne? Wir bleiben mal hier drinnen. Ist eigentlich egal, wähle Pest oder Cholera. Ich will doch nicht mehr. Noch kamen keine Jumpscares, das ist sehr schön eigentlich. Wo ist die Tür? Ja. Renn rum, sagt er. Mach's Licht an. Ach, jetzt habe ich wieder falsche Taste gedrückt. So. Sehr hübsch. Sehen die immer fieser aus? Nee. Ich glaube, wir gehen doch raus, weil drinnen habe ich keine Orientierung. Oh mein Gott. Vom Blitz ist nicht so. Ist nicht so schlimm wie. Wie von mir selber, genau. Dann lieber irgendwie, wie auch immer, wie viele wollt. Ah, das. Du verrätst mir aber auch einfach nicht, was ich machen soll. Abwarten. Irgendwas passiert schon. Hm. Klasse. Ich will nicht. Ist das normal, dass ich draußen viel langsamer bin als drin? Das kommt mir jedenfalls so vor. Bitte? Ja, der Stuhl, auf dem wir sitzen, ist super, ne? Das ist echt klasse. Ach Mann, du hast den Schlüssel noch nicht für draußen gefunden? Was ist das denn, André? Also bitte. Sieht auch irgendwie aus, als hätte sich hier versucht, einer aufzuhängen. Ist das mir zu laut? Es ist warm. Obwohl es regnet. Hm. Und jetzt? Ja, ja, jetzt will ich wieder rein. Mann! Was soll denn der Scheiß? Was? Oh ja. Spiel immer schön, ja, ja. Hier bei der Anzeige hat es einen ganz guten. Jetzt muss ich weiß gerade nicht woher. Hier rein? Was? Tu es. Natürlich tu ich's. Voll super! Du blödes Katzenvieh, ey! Scheiße. Ich hab schon wieder auf meine Katze getreten, ey. Du freust dich, ne? Ja, natürlich freust du dich. Oh ja, das Bild war super. Das Bild war richtig toll. Der Schatten. Wo ist er hin? Oh. Der mag mich. Hier ist ein Fisch. Oder was ist das? Ich habe genug Streichhölzer. Jetzt muss ich wieder nach oben. Okay. Hier geiert's hier hinter mir. Ich guck nur, ja, ja. Achso, nach oben, sagst du? Das heißt, ich muss hier wieder raus. Und nach oben. Da fällt mir bestimmt wieder so ein tolles Schwert gegen den Kopf. Jetzt? So. Dahin? Komm, geh auf. Ich will nicht hier weiter. Toll. Die Tür. Okay. Schlüssel!
grün. So, dann gehen wir mal hier durch. Ach, Mann, ey. Hast du das auch nicht? Nein. Ja, kann ich nicht mehr mitnehmen. Echt? So oft spielt man ein Spiel durch? Ich sollte mich vielleicht... Jetzt habe ich mich verirrt. Moment, da bin ich hergekommen. Zack. Mann, ey! Irgendwelche Viecher hier rum. Ich hasse das Badezimmer. Was war denn hier nochmal? Ja, super. Hätte ja mal wenigstens einer aufräumen können, wenn er weiß, dass Besuch kommt. Ja. So, und jetzt? So, dann geht's die Treppe raus, sagt man mir. Scheiß Viecher hier. Mann! Soll ich hoch? Ich will da nicht hoch. Ich glaube, hier geht's irgendwie. Hier geht's nicht rein. Hier geht's nicht rein. Hier geht's auch nicht rein. Super. Sieht aus wie bei Ikea. Ja? Wie gut. Ha, ich hab's überlebt. Die alte Clownpuppe macht Linda von Tag zu Tag mehr Angst. Ja. Sie traut das, sich Ja, das stimmt. Das ist wirklich wahr. Tag 9. Ah, und wir sind immer noch nicht fertig damit. Naja, ja, hab gleich den Herzinfarkt, genau. Aber jetzt muss ich also auch wieder dahin, wo ich gerade aufgehört habe, ja? Das ist meistens ein guter Ansatz. Ja, aber jetzt nicht. Ach so, wieso will ich denn immer umher gehen? Das heißt, die, weil es unten ist, ja? Fluchtinstinkt, ja. Das kann natürlich auch sein. Was? Jetzt voll gebracht. Oh, die Kirche. Ich weiß ja nicht, wo ich hin muss. Ach, dann komme ich hier wieder. Hä? Moment. Ah, was? Ja, und jetzt? Wieder abwarten, oder was? Du sagst wieder nichts, ne? Ich muss auch reden, weil sonst. Oh. Sonst kommt hier gleich jemand um die Ecke und erschreckt mich total. Ja, lauf im Kreis, oder was? Warte mal, hier war doch. Ist das eine Tür? Nein. Waren wir hier schon mal? Nein, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ich bin mir da allerdings nicht so sicher. Was heißt denn hier, das ist der Raum? ich kann mich nur laden. Was heißt denn hier viel Spaß in diesem Raum? Da passiert doch bestimmt nichts. Toll. Ja, cooler Pokertisch, ja. Oh mein Gott. Leider nur für 4, aber. Hier waren wir doch schon. Doch schon. Du verarschst mich nur. Nein, nein. Nicht du.
wo geht's denn hier wieder runter? Tja, das war nur pures Glück. Wo ist der Clown? Vielleicht macht's einfach nur so BÄM und ich hau den Computerbildschirm um. So, und jetzt? Am besten jetzt diesen Besen hier mit und hau damit einfach die Katze um. Hier waren wir doch schon mal. Diese Musik geht mir gerade so dermaßen. Da muss ich rein. Was sagst du so an? Ich erschrecke mich schon, wenn ich hier die Tür aufmache. Oh nein, dieser Fernseher. Ich will mich nicht umdrehen, das ist wie bei The Ring. Sei ruhig. Die Fernbedienung ist auf dem Tisch. Das ist wunderschön. Alter. Ja, nun komm schon. Los. Tu es. Jetzt geht er wieder an. Geh aus. Ich will da nicht hingucken. Noch ist sie nicht, ne? Ich hab nicht. Ah! Der Ton hat gefehlt. Der kommt noch, wa? Ja, fertig. Und jetzt? Sei ruhig. Was? Geh aus. Puh. Ja, und jetzt? Achso, wir müssen ja mal vorankommen, ne? Schlüssel, ja, okay. So, ich musste mich erstmal wieder fangen. Ich möchte nicht nach oben. Guckt er mich an? Hat er mich gerade angeguckt? Alter. Also ich weiß, dass er irgendwann mal auf so einer scheiß Tür sitzt. Piep, piep. Oh, ne, geh weg, ey. Du siehst so doof aus. Ja, ich warte ja nur darauf, dass die Tür aufgeht und ich echt mit dem Stuhl zurückklappe. So, jetzt soll ich nach oben, hast du gesagt, ja? Ich tu mal ein paar Kissen da hinten hin, genau, sonst knall ich mit dem Kopf auf die Couch. Ja, und jetzt? Ganz nach oben. Wie war das denn nochmal? Dann muss ich durch die Tür. Hier, geh auf. Keine Katze, sehr gut. Echt? Wessen Fotos hast du da eigentlich so ausgegraben hier? Außer die Tierchen- und Hotel-Fotos. Okay. Ach, passt nicht. Ach, höher! Höher ist immer irgendwie mehr gruselig. Wieso geht das nicht? Aber was ist denn das hier für ein scheiß Schatten? Taschenlampe, okay. Diese Musik geht mir gerade voll auf den Nerven. Es gibt
mir diese Türen nicht. Oh Gott. Oh, ein Schaukelpferd. Oh. Ich möchte schaukeln. Das geht nicht. Dieses Zimmer kenne ich gar nicht. Nee, ich kenne das nicht. Das Foto, das Bild ist öfter mal. Ah, Batterien. Wunderbar. Ich finde die Musik nicht gut. Ich möchte den Teddybär mitnehmen. Der guckt mich bestimmt auch irgendwann ganz böse an. Boah, und jetzt? Geh ich wieder raus, hä? Jo, das ist so einfach. Ich möchte hier eigentlich gar nicht durchgehen. Da waren wir schon. Okay, dann nehmen wir die nächste Tür. Haben wir noch einen Schlüssel? Passt nicht. Was war sonst? Diese Musik passt auch nicht. Alle guten Dinge sind drei. Wow, es passt. Noch ein Zimmer. Oh, da hinten. Batterie, immer wieder gut. Ich gebe dir Special Effects. Achso, warte mal, welche Tür ging denn jetzt nicht? Die hatten wir schon. Das müsste ja dann. Vielleicht kriege ich noch so einen Schlag auf den Hinterkopf. Ich merke das schon. Ich kriege das schon. Also das merkst du nicht. Das merkst du nicht. Ja, toll. Was soll ich denn hier? Ja, und jetzt? Was ist das denn für ein doofes Zimmer? Hier passiert ja nichts. Nein, ich habe nichts gefunden. Da habe ich schon. Ach, guck mal. Seit dem Gewitter letzte Nacht haben wir keinen Strom mehr. Ach, deswegen nur heißt gut, dass wir noch genug Kerzen im Haus haben. Ja. Na. Ja, genau. Feuerzeug wäre besser gewesen. Oh mein Gott. Lachen Sie wenigstens alle schön. Das ist super, wunderbar. Zombie Klaus ist gerade raus. Ich hau hier zurück. Ach so, geht schon wieder los. Mein Gott. Ich dachte, man hätte hier mal irgendwie so 2 Minuten Pause. Du bist auch ein bisschen dunkler. Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Zeit rumschlagen, bis es wieder spukig wird. Ich finde das immer irgendwie doof. Weil was soll man denn in dieser Zeit machen? Außer auf Katzen auftreten. Bitte? Ja, also, das ist gut. Auf Fupen drücken, genau. Ach, hier war auch nichts Spannendes. Moment, ich muss mich jetzt hier erstmal wieder orientieren. Ach so. Wir haben schon 9:45. Doch, das ist jetzt Tag 10, glaube ich. Hä? Ich habe mich schon wieder verlaufen. Warum? Immer wenn diese Musik kommt, ne, könnte ich dich ja irgendwie töten. Weil du denkst immer, es kommt gleich irgendein Mist. Muss ich Jan sagen, der hat die große Musik verbrochen. Wenn wir das nächste Mal. So, nach oben muss ich. Da würde ich die Treppe nehmen. Klugscheißer kann keiner leiden. Ja, Moment. Dann gehen wir jetzt. Achso, und dann muss ich die andere Tür, die hier nehmen, ne? So. Dann drehe ich mich hier einmal um, latsche nicht auf die blöde Katze drauf. Wo steht denn das? Nee, ich glaube nicht. Och, jetzt ist schon wieder dunkel. Ja, so, André sagt was. Eine Treppe runter. Unten rechts um die Ecke. Das ist so typisch ich. Ach, warum, was soll ich denn hier schon wieder? Da.
Ey! Das ist schon, war hier nicht auch irgendwas mit Luftballons? Ach so, okay. Woher weiß ich das? Weil das Spiel kenne ich ja eigentlich gar nicht. Nein, wir spielen nur Scooters mit Sicherheit nicht. Und jetzt gehen wir wieder hoch, oder wie? Ich möchte ja mal gerne wissen, welcher Idiot dieses Schlüssel hier so verloren hat. Ja, du, das ist schon allen klar. Aber so Sinn ist halt irgendwie nicht so gegeben. Musste ich hier durch? Ne, jetzt laufe ich wieder im Kreis. Die? Ich weiß nicht, wo ich bin. Links. 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 Und die hier. Zwischen der mein Gott. Ich finde es ja richtig schön, dass mich hier noch nichts vom Stuhl gehauen hat. Muss ich echt sagen. Ja, wir haben halt Streichhölzer. Von der hat tatsächlich ein Kissen eingelegt. Achso, ich dachte, da liegt irgendwas Tolles, was ich... Darum. Zack, zack, zack. Ist das auch ein Foto von uns? Das ist der Rahmen des Batman. Der Rahmen ist ein Batman-Logo? Ja. Schon mal gegen diesen Engel. Geradeaus, erschrecken lassen. Achso. Was? Mann! Das obligatorische Rufen. Nummer 1. Scheiße. Warte mal, da liegt was. Achso, das ist die blöde von dir, die wollen wir nicht. Die Anzeige hat ganz schön abgenommen. Achso, da kommen wir her. Entschuldige, ich bin noch nicht so ganz wieder da. Links ist eine Tür. Da. Mann! Wenn dein Tisch gleich kaputt ist. Ja. Oh, Batterien. Ah, guck mal, Fotos. Oh, Püppi. Püppi ist nicht da. Püppi ist... Die übernachtet bei einer Freundin, genau. Super. Ja, und jetzt? Aber ich muss erstmal gucken, da auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Aha, siehst du, das wollte ich doch haben. Doch, vorgestern. Ich hab's nochmal gepostet. Auf Lindas Wunsch hin habe ich die Clownpuppe in eine Abstellkammer gelegt. Ein wenig unheimlich ist sie sogar mir selber. Mit Sicherheit. Gerne.
mal tauschen. So, ich mach mal, wir machen mal eine ganz kleine Pause jetzt gerade und